So, wir haben hier die neue Fenix WT20R. Hier mit einem schwenkbaren Kopf, ist um 105 Grad einstellbar. Speziell auch hier der Lampe. Wir haben zwei separate LEDs. Eins ist für das Spotlicht, das andere LED können für das Flutlicht. Wir können beide separat einstellen. Hier am Knopf haben wir Akkuindikator LEDs, die dann natürlich Akkustange jeweils signalisieren. Am Lampenende ist ein Magnet eingebaut. Ihr könnt die Lampe also relativ praktisch an magnetischen Oberflächen befestigen. Hier auch der Gürtelclip an der Lampe. Inklusive ist hier bereits im Lieferumfang ein Akkupack, wo wir via Micro-USB-Ladeeingang aufladen können. Alternativ können wir die Lampe hier auch mit zwei Stück normalen Doppel-A-Batterien betreiben. Jedoch ist nachher dort nicht die maximale Leistung möglich. Wenn wir sie mit zwei Stück Doppel-A-Batterien betreiben, dann haben wir 150 Lumen im Maximum verfügbar. Hier mit dem Akkupack ist nachher jedoch die volle Leistung möglich. Das heisst, wir können bis auf 400 Lumen im Spot- oder auch im Flutlichtmodus hochschalten. Jetzt schalten wir hier schnell die Lampe einschalten. So sind wir jetzt momentan im Spotlichtmodus, wo uns etwas mehr Leuchtdistanz ermöglichen. Mit einem Doppelklick können wir dann ins Flutlicht übergehen. So sieht das Ganze aus. Wenn wir die Lampe abstellen, dann wird jeweils die zuletzt gewählte Stufe gespeichert. Wenn wir es aus dem Spotlicht hier in der maximalen, in der höchsten Stufe abstellen und wieder anlassen, dann haben wir dann automatisch auch wieder die genau gleiche Stufe beim Einschalten. Das sind jetzt ungefähr also die meisten Möglichkeiten und Funktionen von dieser Lampe. Wenn ihr noch Fragen habt, dann findet ihr weitere Infos auch auf der Webseite im Onlineshop unter www.phoenixschweiz.ch. Jetzt freue ich mich auf eure Nachricht oder auf eure Bestellung. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.